So, da sind wir wieder. Let's go. Du bist falsch, du bist falsch. Ich wollte, wo will ich denn hin eigentlich? Da will ich hin. Wie geht doch. So, machen wir uns das gucken hier. So, und bearbeiten. So. Nee, Quatsch, was labere ich denn hier? Ich will doch gar nicht den One-Befehl bearbeiten. Ich will die mytest.conf bearbeiten. Da muss ich rein. Und da muss ich, wo muss ich eigentlich rein? Da muss ich rein. Ja, die anderen Ordner, also die beiden Ordner kann ich mittlerweile löschen. Aber ich glaube nicht, dass sich heute noch irgendwas bewegt. Kann man so rein, kann ganz, ganz kurz reingucken hier, was die Umfrage aktuell sagt, aber ich glaube, sie ist immer noch am gleichen Punkt wie davor. Bla 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 bla, meinte zurücksetzen. Da. Ja, alles behalten. Da wird sich in den nächsten 4 Stunden wahrscheinlich auch nichts mehr ändern, weil es ist jetzt schon 10 Uhr und 14 Uhr ist die Umfrage vorbei. Ja, von daher. Genau. Na gut. Egal. Noch lasse ich sie da für den Fall, dass doch sich noch 20 Leute jetzt anmelden und alle für komplett löschen stimmen. Mal ein paar Kollegen von mir anrufen. Die sind mir noch ein Gefallen schuldig. Spaß. So. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Genau hier. Da. Meinters.conf bearbeiten. F4. So, Announce. Wo ist denn da? Warum? Wäre schön, wenn mein Test diese Liste immer alphabetisch sortiert. Weil ich weiß nicht, wonach er diese Liste sortiert. Klar, wenn jetzt irgendwelche Optionen drin stehen und neue Optionen hinzukommen, dann kommt die natürlich immer nach unten. Aber die Optionen, die von Anfang an schon da sind, die sind halt hier in irgendeiner willkürlichen Willkür. Weswegen die Liste bei jedem Server anders angeordnet ist, glaube ich. Ah, nee, ist sie gar nicht. Ah, egal, auf jeden Fall ist hier die Option, die ich gesucht habe. Das Schöne an meinen, mein wollte ich schon wieder sagen, an Midnight Commander ist, wenn ich jetzt hier speichere und jetzt hier rausgehe, an dieser Stelle, wo gerade mein Cursor ist, und dann wieder bearbeite, ist der Cursor wieder genau an der gleichen Stelle. Ich muss also nur einmal suchen. Das ist sehr befriedigend. So, das haben wir. Starten wir jetzt nochmal den Server. Dann sollte er jetzt eigentlich nicht mehr announcen. So die Theorie. In der Theorie. Wobei ich es halt nicht weiß. Nee, macht er nicht. Okay, sehr gut. Weil das Problem ist nämlich, was soll ich jetzt eigentlich hier? Nein, da. Es gibt nämlich in der World, also in dem Weltenordner, kann man nämlich in, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich glaube in der World.mt. Kann man nämlich auch festlegen, ob der Server announced werden soll oder nicht. Achso, okay, das ist jetzt hier gar nicht drin. Okay, gut, okay. Weil bei manchen Welten habe ich nämlich hier drin auch noch mit Announce oder sowas. Und ist dann entweder aktiviert oder deaktiviert und dann weiß ich immer nicht, was er da nimmt. Aber bei der Welt ist es gar nicht. Sehr gut. Naja, manche Sachen sind sehr redundant in mein Klon, mein Test. So. Ich sollte vielleicht. Siehst du, wir können ja mal. Was wollte ich jetzt eigentlich? Draußen. Ist schon wieder so dunkel hier überall, ne? Guckt doch mal an, wie dunkel das hier alles ist. Ich meine, gut, auf der Kamera sieht es. Ne, obwohl. Ja, auf der Kamera sieht es fast genauso hell aus, wie es auch im Echten aussieht. Aber wirklich hell ist es dafür, dass es schon 10 Uhr ist, eigentlich nicht. Von daher. So, mal so machen hier. So sollte die Kamera ja eigentlich sein. Sieht man auch ein bisschen mehr. Was? So. Die Sache ist natürlich, und das ist auch das, was ich ein bisschen schade finde, weswegen ich persönlich eher dafür war, mit einer neuen Welt zu beginnen, dass man jetzt das Problem hat, dass natürlich gerade auch zum Beispiel das End, ne, da ist man hier im End, ist man. Okay, ich bin jetzt komplett am End.
Was ist geschehen? Was ist passiert? Na super, das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Was? Ich habe kein Freiprivileg. Ich bin doch der Admin. Grant me fly. So. Weil, ne, hier zum Beispiel kein Enderdragon oder kein nichts, kein gar nichts, sondern hier ist halt immer noch dieses relativ, also halt, so wie es halt vor Ewigkeiten war, Dead End. Guck mal, da kommt man wieder zurück zum Spawn. Sehr schön. Oh, ich sehe gerade, ich muss die Invisible Mod noch anpassen. Die macht mich immer, wenn ich mich ducke, invisible. Lol. Ah, gut. Achso, es ist aber nur so lange, wie ich Stock dabei habe, ne? Oder? Warte mal kurz, mal kurz. Weg mit dir. Nee, eben, das ist eine separate Mod. Genau. Weil den Stock, den ich dabei habe, der reagiert nämlich auf Linksklick, also wenn ich den Stock benutze. Dann habe ich auch noch eine zweite Mod, glaube. Die macht es immer dann, wenn ich mich ducke. So. Ja. Ist immer für andere sehr, sehr, sehr verwirrend, wenn ich auf einmal weg bin, obwohl ich mich nur ducke. Also schon. Irgendwie bin ich von diesem, dass der Kopf immer genau der Kamera folgt. Weiß ich nicht. Ich meine, ne, ist ein schöner Test, um zu gucken, ob der Server-Ping funktioniert, ne? Weil, ne, wenn der Körper, also wenn der Kopf der Kamera so gut folgt wie hier, dann weiß man genau, okay, Server-Ping funktioniert. Aber, ja, weiß ich trotzdem nicht so. Da hinten haben sie auch schon ein paar Leute irgendwas gebaut gehabt. Oh, man kann hier keine Kaktusse platzieren, ist ja schade. Warum kann man hier keine Kaktusse bauen? Ist so Bullshit. Kann man Kaktusse jetzt nur auf Sand bauen? Ist ja langweilig. Ey, guck mal. La, 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 blablabla. Okay. Das kommt doch normalerweise nur, wenn man den Enderdragon besiegt. Sieht das jetzt jeder immer, wenn er den Server joint? Vor allen Dingen, wenn ich das jetzt sehe, sehen jetzt gleichzeitig auch alle anderen? Das wäre nämlich relativ. Oh, mein Haus. Ach, stimmt, ich habe ja jemanden. Ich habe ja. Oh Gott, Alter, ich muss mich ein. Ja, ne, die Server waren halt schon seit mehr als einem Jahr offline. Von daher weiß ich auch selbst gar nicht mehr so genau, was ich überhaupt alles hatte. Ah, stimmt, ich habe mir hier richtig ein Haus gebaut gehabt. Ich habe, glaube ich, sogar zwei Häuser. Da hinten habe ich auch noch ein Haus. Wo ich ja richtig lukrativ hier, ne, so mit so abgesenkten Fassaden und dann hier auch so Dinger. Wobei ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Haus gebaut hatte oder ob ich das Haus. Nee, eben, das hatte hier. Oh Gott, das ist alles schon so lange her. Wie ich sehe. Warte mal kurz. Bevor ich jetzt irgendeinen Müll erzähle. Sein Name müsste ja hier hinten noch zu sehen sein. Das Haus da hinten hat er nämlich auch gebaut. Ja. Okay, hat das schon jemand anderes vermacht? Okay. Schade, ich dachte, ich kann dort. Das ist nicht von ihm, was ich weiß. Genau, das ist von einem Klassenkameraden von mir gewesen. Alter, good old times, Alter, so viele Sachen hier. Aber wie hieß er denn nochmal? Mars of Disaster? Bestimmt nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte mir derjenige das Haus gebaut, der auch fast den gesamten Spawn gebaut hatte damals.
Ne, der ist ja hier, also das Haus hier war von ihm, das Haus hier ist von ihm. Aber der hat so einen ellenlangen Namen, der Name fällt mir gerade überhaupt nicht mehr ein. Und ja, der hat mir halt auch unten das Haus gebaut gehabt. Genauso wie hier die Bank. Wobei er hier natürlich nicht alles gebaut hat, ne? Also das Ding hier zum Beispiel, genauso wie da hinten. Wo war das? Das war doch hier irgendwo. Das Ding hier. Das hat er beides auch Exo gebaut gehabt. Mein Klassenkamerad. Ach ja. Schnicke. Ist von der JK1, diese Bienenwabe. Sorry. Aber von Weitem sieht es schon so aus wie so eine Bienenwabe. Aber wenn man vom Nahen rangeht, ist es halt ein Hotel. Yay! Ich wollte eigentlich nach hier unten, danke. Funktioniert das Ding eigentlich noch? Wenn man jetzt hier. Wie war denn das? Ach so, genau. Da muss immer eins drauf liegen. Guck ich mal kurz. Ungefähr so. Genau. Und ungefähr so. Und wenn man sich jetzt hier eins wegnimmt, kommt ein neues. Genau. So war das. Funktioniert noch. Sehr geil. Yeah. Woo. So, dann wollen wir mal überall hier eins drauflegen. Das war sehr daneben. Hatte ich nicht gerade noch zwei gehabt? Wo ist denn? Eins ist gerade verschwunden. Wohl. So, mal gucken hier. So, voilà. Sehr gut. Oh, Alter, was für ein Krach diese Wolle macht, weißt du? Normalerweise müsste es klingen wie auf Samtpfötchen. Ja, also man dürfte genau gar nichts hören. Aber das ist halt lauter als alles, was es gibt auf dieser Welt. Das ist so laut, diese Kackwolle. Nicht so, funktionieren eigentlich die ganzen Linien noch? Gut, hier ist gar nichts drin, sehe ich gerade. Am Spawn gab es ja auch welche, ne? Guck mal, ob die am Spawn noch funktionieren. Weil wie gesagt, ist ja schon einige Zeit her alles und die Mods sind jetzt alle top aktuell aktualisiert worden. Von daher kann es durchaus sein, dass hier manche Sachen von der alten Map nicht mehr funktionieren. So, hier waren ja auch Sachen, die man kaufen konnte. Genau. Wo ist denn mal ein Laden, von dem ich weiß, dass das was angeboten wurde? Das hier war aber, glaube ich, auch alles nur Zierde, ne? Hier war. Warte mal kurz. Wir gehen mal hier zum Spawn. So, ich sollte übrigens langsam mal hier anfangen, wieder im Fenstermodus zu spielen hier. Vollbild, Fenstermodus. So. Ist ein bisschen fließender hier. Okay, was wollte ich gerade gucken? Genau. Läden. Es gab doch hier irgendwo Läden. Wo waren denn die Läden? Also, soweit ich weiß. Hier gab es was. Okay, das hier ist auch noch drin. Okay, also die Dinger an sich funktionieren scheinbar noch. Sehr gut. Goldmünze, Akazienholz. Na gut, ich gebe mal kurz eine Mütze. MCL. Quatsch halt. Give me MCL. Was mache ich denn hier? Nee, Shops. Shops. Coin. Gib mir mal 5. So. Kaufen. Ja, funktioniert. Nach wie vor. Sehr geil. Sehr schön. Lager. Oh. Okay, das funktioniert jetzt nicht so gut. Hier fehlt irgendwas. Habe ich das Gefühl zumindest. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr damit aus, aber es sieht doch sehr grün aus. Würde ich jetzt sagen. Ja, das ist halt das Problem, weil von der ganzen Weile dieses ganze Unify-System umgearbeitet haben.
Und dementsprechend, das war ja auch bei Mindclone eine Zeit lang das Problem, dass dann bei Mindclone auch hier die Textur gefehlt hat oder bei Kisten Texturen gefehlt haben. Ja, von daher. Was? Ich kann sie nicht öffnen? Ich als Admin kann sie nicht öffnen. Das ist ja voll illegal. Gut, ich meine, ich kann sowieso immer No-Clip machen. Also ich komme eh überall rein. So von daher. Ach ja, den habe ich ja auch hier gebaut. Ja, das Ding hatte ich ja erst auf dem Kreativserver gebaut gehabt. Und das dann hier nachgebaut. Oder war es andersrum? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, doch, ich habe erst auf dem Kreativserver gebaut, weil eben auf dem Kreativserver war nämlich hier auch richtig mit Licht ein Ausschalter und allem drum und dran. Was hier leider in Mindclone nicht ging. Deswegen ist das hier in Mindclone einfach nur alles dumme Lampen, die einfach immer an sind. Aber in Mindclone, in Mindtest, in dem Minecraft-Kreativserver, was laber ich gerade? In dem German-Kreativserver, so rum. Da kann man das Licht richtig an- und abschalten. Können wir gleich immer vorbeischauen, eigentlich, so nächste Folge oder so. Mal gucken, wie es da alles aussieht. Aber auf dem Server scheint zumindest noch alles zu funktionieren. Also bisher noch kam noch kein Absturz. Die Sachen, die ich jetzt alle getestet habe, haben alle funktioniert. Also, läuft doch. Ich hatte schon Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Ich meine, gut, wird sich dann zeigen, was denn tatsächlich im Reellen kommt. Also, ne, wenn dann hier ganz viele Spieler drauf sind, was dann passiert. Siehst du, was eigentlich hier mit unserem Zoo? Sind hier eigentlich noch die ganzen Tiere da? Oder sind die alle ausgebüxt? Sind die Löwen los? Hier ist kein Tier. Okay. Grasland. Ach ja, genau, hier waren ja nur Biome. Die Tiere waren ja unten, irgendwie unterirdisch oder so, ne? Ah, schon geil, Bauernhof. Sieht schon alles echt schnieke aus. Nee, eben, man konnte doch hier irgendwie. Ich überlege gerade, wie war denn das? Weil hier unten sind so diese Dropper. Da ist einer und da hinten ist einer. Und da gab es doch irgendwie Knöpfe, mit denen man denn so Tiere spawnen lassen konnte. Genau, hier geht's runter in die untere Etage und hier ist dann so Aquarium und sowas alles. Ah, hier auch sogar mit Tieren. Lol. Ja, wobei die wahrscheinlich gerade so gespawnt sind. Genau, hier ist unsere Dunkelkammer. Ist schon geil. Ist schon alles echt schnieke. Was sich so über die Zeit so entwickelt hat, ist schon schön. Deswegen auf der einen Seite ist natürlich das ganze Zeug hier super geil, ne? Also kann ich die Leute, die wollen, dass die Map hier, dass diese Map weiter besteht, völlig nachvollziehen. Ich persönlich will es ja hier auch nicht aufgeben. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch cool, wenn man neuere Features hat, die es halt in der neueren Map, also im neueren Map-Spawner, Map-Generator gibt's, die wir hier halt nicht haben. Das heißt, wenn man neuere Sachen haben möchte, muss man halt so weit weggehen, dass man in Gebiete kommt, die ja, die halt noch nicht generiert wurden. Und die dann erst generiert werden müssen. Ne, wie man halt zum Beispiel am End sieht oder auch gerade am Nether zum Beispiel. The Nether ist ja hier auch noch sehr unfertig. Ah, siehst du? Muss mal kurz gucken, da hinten. Meine Let's Play-Hütte. Was denn da oben? Das wäre jetzt hier immer so eine Kamera braucht. Wie ist das Ding? Binicula. Nee. Bio-Cola. Nee. Gar nichts? Was? Wie ist das Ding denn bitte? Weg. Ach. Okay, der Bug ist auch immer noch da. Sehr schön. Heißt aber auch, dass die Mel-Mod noch funktioniert. Muss mal kurz gucken. Die Seite hat er gerade übersprungen. Was ist mit dem los? Jetzt gucken hier. Wie? Ach ja, gibt es jetzt auch hier so farbige Schilder und sowas, ne? Das ist schon echt krass. Vor allem, die haben jetzt auch dieses Textsystem überarbeitet, so dass man auch farbige Schrift machen kann. Schrift in verschiedenen Größen oder irgendwie sowas. Also man kann da mittlerweile sehr viel machen. So, das wäre das, was ich wollte.
Spyglass. Warum habe ich hier kein wie Ding heißt? Wäre halt cool, ne, so wie hier. Hier sehe ich ja unten MCL Core Kaktus. Da sehe ich immer diesen Item String. Wäre schön, wenn man das hier auch sehen würde oder zumindest für Admins, also dass dieses UI quasi überprüft, ob ich das GIF-Privileg habe. Und wenn ich das GIF-Privileg habe, ich doch hier direkt einen Button habe mit Gib mir eins. Oder Gib mir alles. Also entweder eins oder ein Stack. Aber nee, muss ich selbst erraten, was das hier für ein Kack-Item-String haben könnte. Ich meine, ganz dumm könnte es jetzt zum Beispiel so sein. Entweder Core, Spyglass oder Spyglass. Ja! Ha! Mann, bin ich ein Genie! Aha, so. Mal gucken. Weil ich dachte, weil es hinten so rosa aussieht, dass es diese Unknown-Blöcke sind. Die, also, ne, also unbekannte Blöcke, halt. Weil die waren ja auch, glaube ich, rosa. Ach nee, unbekannte Objekte waren rosa. Wenn so Entities rumgeflogen sind, die nicht bekannt waren, die waren rosa. So war das. Eben diese unbekannten Blöcke, die waren ja schwarz mit roter Schrift irgendwie. Yeah, unsere Let's Play-Hütte. Woo! Also unsere erste Let's Play-Hütte. Das Ding ist ja hier schon lange abandoned. Siehst du, was mir übrigens auch aufgefallen war, als ich den Server hier wieder online gestellt hatte, unten links die Areas. Es waren alle vorhanden. Also alle, die ich kannte. Ne? Hier auch, Let's Play Hütte, ist alles noch vorhanden. Aber an Spawn war keine einzige Area gesetzt. Was ist da los? Warum? Oh, komm ich gar nicht raus. Ne, also wenn man jetzt hier Richtung Spawn geht. Bam. Den Spawn, diese Area. Deswegen hat die auch so eine hohe Nummer, 685. Die musste ich neu setzen. Der gesamte Spawn-Bereich war unprotected. So, why? Also, why? Ich war mir sicher, dass hier mehrere Spawn-Points waren. Ich glaube, einer ist auch noch vorhanden. Genau, hier dieser Static Spawn-Point habe ich ja immer noch mal extra markiert gehabt. Der ist noch da. Aber der Spawn-Point, der über das gesamte Gebiet geht, der war weg. Also dieser eine Block hier, der war protected und alles andere war halt unprotected. Zum Glück ist mir das aufgefallen. Sonst, ne, hätte ich das Server online gestellt und alles wäre innerhalb von einem Tag zerstört gewesen. Das wäre jetzt nicht so geil. Siehst du, funktioniert eigentlich hier der Brunnen noch? Wie war denn da? Hier. Sehr laut. Ah, funktioniert. Oh, guckt euch das an. Das Ding hat ja früher auch für sehr viel Lag gesorgt, ne? Weswegen wir den die meiste Zeit ausgehabt haben. Wobei es nie bewiesen wurde. Wir haben es immer nur vermutet, dass der sehr viel Lag verursacht. Aber wie gesagt, früher war es einfach mein Internet beschissen. Vielleicht lag es auch einfach daran. Ah, sehr geil. Ja, sieht doch cool aus. Selbst das funktioniert alles noch. Ey, warte mal kurz. Wir hatten doch so ein unterirdisches System gehabt. Was hatten wir denn? JJK1 hat hier irgendwas gebaut, wo er ganz viel Redstone verwendet hat. Aber ich weiß nicht mehr, für was das war und was das überhaupt war. Also ich weiß, dass wir hier ein Travelnet hatten. Ne, da hatte man hier diesen Newsroom. Wow. Da hatte man hier diesen Newsroom, wo man halt so, ne, Sachen lesen konnte, wo man dann auch irgendwelche Shops angeboten hat, glaube. Viele Spieler bauen an diesem Großprojekt einer Stadt, würde auch Teil dieser Community und errichte dein eigenes Haus. Koordinaten mit 70. Ah, genau, ne? Also hier konnte man. Ja, stimmt. JJK1 und ein paar andere haben ja auch abseits vom Spawn so ein riesiges burgähnliches Konstrukt gebaut. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das hier ist. Aber eben, die haben ja schon ein paar sehr große Sachen gebaut. Genau, da gab es auch noch Regeln. Da gab es ja auch dieses Regelwerk. Mal gucken, was auch noch drin steht. Beleidigen. Alle Beleidigungen können mit mehreren Jahren bis zu unendlich langem Bann bestraft werden. Alter. Klingt ganz schön hart, wenn man das liest. Aber soll es ja auch sein. Also, na gut, die Frage ist natürlich immer, welche Beleidigung. Wenn man jetzt nur schreibt, keine Ahnung, du Arschloch. Ja, okay, dann wahrscheinlich nicht mehrere Jahre.
Aber wenn man jetzt irgendwie anfängt, jemanden wirklich zu beleidigen oder sowas wie du Hurensohn, ne, also dann auch Dritte verbeleidigt und sowas alles, da kann man schon ein bisschen härtere Strafen machen. Auch wenn man jetzt wirklich jemanden, ich sag jetzt mal persönlich beleidigt, also wenn man jetzt jemanden hat, der nicht lesen kann, was eine Behinderung ist, und man schreibt du behinderter Hurensohn oder sowas, ne, dann kann man schon wesentlich stärkere Strafen anlegen oder sowas. Also das ist dann wirklich, ne, deswegen also, aber dass es hier schon mit mehreren Jahren beginnt, weil es ja hier mehrere Jahre bis zu unendlich. Da würde ich dann eher schreiben mit mehreren Tagen bis zu unendlich. Aber gut, ne? Ich bin auch so froh, dass JJK1 wieder Moderator werden möchte. Das nimmt mir eine Menge Last von der Schulter. Weil ich glaube, mal Administrator und Moderator gleichzeitig zu sein, weil vor allem ich habe ja auch nebenbei jetzt mittlerweile einen Vollzeitjob. Das könnte ganz schön schwierig werden. Deswegen, JJK1 hat ja mittlerweile auch einen richtigen Job, so wie ich das gehört habe. Von daher muss ich dann sowieso noch gucken, wie es ist mit noch weiteren Moderatoren suchen. Aber mal gucken, erstmal. Also, jetzt habe ich gerade noch ein Buch genommen, ich bin auch so intelligent. Mal wieder hier reinpacken. Ja, ist schon ganz cool hier. Zerstören anderer Bauwerke, Hacking. Genau, zwei Moderatoren sind JJK1. Oh, das ist aber auch heftig. Stell dir mal vor, es ändert sich jetzt, so. Dann müssen sie jetzt alle Bücher umschreiben. Gut, ich meine, gut, er braucht nur ein einziges Buch umschreiben und dann wieder diese Bücher duplizieren. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie schwer es ist, ein Buch zu duplizieren. Das war, glaube ich, relativ einfach. Wobei ich jetzt hier nichts sehe zum Duplizieren. Kann man die duplizieren? Kopie von Regeln, genau. Aber wie konnte man eine Kopie erstellen? Ich guck mal kurz. MCL. Wie war denn das? Books. Books. Und dann einfach Book, ne? Achso, ja, give me bitte. Give me! Ja, genau. So, und jetzt können wir, wenn ich das jetzt hier bearbeite. Ach ja, da brauchte ich auch noch einen Stift und hier schwarze Tinte und sowas alles, ne? Ne, so geht's nicht, so geht's auch nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Wie konnte man das denn machen? Eieieiei, MCL Core. Oh, jetzt hört es jetzt aber auf. Ich weiß nicht, wie man Fehler im Englischen schreibt. Feather? Irgendwie so? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Wie schreibt man denn Fehler im Englischen? Oder war es von Mobs? Mobs, mein Klon. Nee. Scheiße. Da habe ich wahrscheinlich Feather falsch geschrieben, ne? Verdammte Kacke. Schreib mir dann nochmal Feather. Mann. Nein. Du Arsch. Sie. Po. So. Also. So. Na gut, die ist natürlich nur im Deutschen. Ah, scheiß jemand an. Ich bin über. Was gab's hier noch? News, Regeln, achso, Info. Knopf drücken, um ein Infobuch zu bekommen. Nein, ich wollte da. Achso, genau, das war hier so ein. Damit man sich erstmal zurechtfinden kann. So eine Art Readme. Genau, hier ist auch beschrieben, wie man eine Area erstellt. Ist schon geil. Ich finde diesen Namen, by the way, immer noch bis heute ganz cool. Eine Angel Town, echt geiler Name. Ein echt schöner Name. Also kann man. Ist schon schön. Ich weiß gar nicht, wie wir auf diesen Namen gekommen sind. Da hatten wir ja auch erstmal ewig überlegt gehabt, wie wir die Stadt vor dem Spawn nennen.
Und ich weiß gar nicht, wie wir denn auf Angel Town gekommen sind. Das ist alles schon so scheiß lange her. Ah, okay. Ja, nicht gebrauchte Infobücher. Ah, wir haben sogar Wegwerfsystem. Cool, dann kommst du noch da. Regel. Und gut, ich meine, kann man natürlich auch missbrauchen, sowas, ne? Wollen auch Leute auch andere Sachen hier reinschmeißen können. Kaktus zum Beispiel, und da kommt nur Kaktus raus. Oder? Ach nee, das war ein separates System. Das war ja, hier unten war ja erstmal nur eine Kiste. Und das hat dann den JJK1 manuell erstmal da reingeschoben. Von daher. Eine Pipe hier hinter ist, glaube ich, nicht. Oder heißt nicht Pipe, sondern heißt, wie heißt denn das? Hier diese komischen schwarzen Trichter-Dinger, wie heißen die denn? Das hier ist immer blöd. Diese Kack-Messages-Dinger. Da war's doch gerade, da war's doch gerade hier. Nee, was nicht. Das war ein Amboss. Egal, auf jeden Fall halt diese schwarzen Trichter meine ich halt. Ne? Da kann man ja, die kann man ja, da kann man ja auch sich so Sachen bauen. Stimmt, hier gibt es ja mittlerweile auch viele neue Sachen. Die mittlerweile auch sogar funktionieren. Okay, der Ofen ist noch in Arbeit. Ach, ist auch noch in Arbeit, schade. Weil auf das Ding freue ich mich am meisten. Ne? Aber die Karten funktionieren mittlerweile. Das ist halt geil, ne? Dass die Karten funktionieren, ist schon krass. Ach, so konnte man Sachen duplizieren. Geht das auch bei Büchern? Ja, okay, so kann man Bücher duplizieren. Verstehe. Okay. Das macht Sinn. So, also ich hoffe mal, dass man es so duplizieren konnte. Macht, das würde ich jetzt sagen, schon. Hä? Spawn, da will ich hin. Am ehesten Sinn. Hallo? Was war das gerade? Ah, hier wird man nur einmal teleportiert. Hier auch nur. Warum wurde ich denn gerade zweimal teleportiert? Wow. So, ja, die Kühe sind immer noch da. Also das mit den Tieren funktioniert wunderbar. Da verstehe ich halt überhaupt nicht, warum das bei dem Let's Play aber nicht funktioniert hatte. Alter, die klingen halt wie, als wenn sie gerade erwürgt werden. Warum ist diese so? I don't understand. Ach ja, unser schöner Spawn Park. Den hat ja, glaube ich, JJK1 zusammen mit meiner Mutter gebaut. Also hier Lilie 196. Wie hieß die hier? Ah ja, Elbre ist ja leider weg. Wie hieß denn die hier? Hieß sie hier auch? Nee, wie hieß. Hieß sie hier Lilie oder wie hieß sie hier? Genau, Lilie 1966, genau. Ist ja actually meine Mutter. Genau, sie zusammen mit JJK1 haben. Please don't do this. Genau, die haben halt diesen Spawn Park gebaut da. Ach, so viele schöne Sachen. Hier, dieser Teich. Ah ja, genau, siehst du, hier ging's ja, ne, dieser Teich hat ja noch so einen kleinen Geheimweg zu meiner wunderschönen Hintergarten-Oase hier. Oh, sieht das geil. Es sieht immer noch genauso geil aus, wie ich es mir früher auch erhofft habe. Das hier sieht halt. So stelle ich mir so einen Hintergarten vor. So richtig schön eingekreist in so kleinen Bäumen. Beengt, aber trotzdem begehbar. Mit so kleinen Blumenbeeten. So, das ist halt so der perfekte Garten. Ich weiß nicht, wie ich das früher geschafft habe. Aber ich habe es geschafft. Es sieht halt geil aus. Es sieht halt super schön aus. Finde ich geil. Ja. Ja, da gucken wir uns mal nächste Folge mal ein bisschen außerhalb vom Spawn um. Es gibt auch noch viele andere schöne Gebiete. Hauptmenü. Beziehungsweise warum? Egal. Einfach hier. Das wollte ich. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge mal außerhalb vom Spawn um, ob da auch noch alles so schön ist und funktioniert. Ich könnte mal ein bisschen mit der Lore rumfahren, fällt mir gerade mal auf. Ne? Gibt es ja auch so Lore-Netzwerke. Bis dann.